Hallo, hier ist Andrea von 10 Talente. Ich zeige dir in diesem Video, wie du so ein Armbändchen knüpfen kannst mit einem eingeknüpften Cabochonstein und einem dekorativen Bändchen dran, einem passenden Knopfverschluss, passend zum Design des Bändchens, und einer verstellbaren Schlaufe. Außerdem zeige ich dir, wie du diesen Vierfachzopf flechten kannst für diese Schlaufe. Du brauchst zuerst deinen umknüpften Stein. Wenn du nicht weißt, wie das geht, da gibt's im Internet viel verschiedene Tutorials dazu. Und ich habe auch eins gemacht, denn ich knüpfe meine Steine nicht mit Zickzacklinien ein, sondern mit parallelen Linien. Das finde ich praktischer. Wenn du das zuerst üben willst, da habe ich dir hier oben einen Link. Du steckst also deinen Stein fest. Bei diesem Armband ist es wichtig, dass die Zugnotstelle auf der Längsseite vom Oval ist. Und auf dieser Seite fange ich auch immer an mit Knüpfen, auf der Seite, auf der die Schnüre vom Umknüpfen sind. Du brauchst jetzt deinen 30 cm Faden und wir machen zuerst die rechte Hälfte. Die linke geht dann spiegelbildlich genau gleich. Du nimmst deinen Faden mittig und klemmst ihn fest. Du kannst ihn entweder feststecken oder, ich zeige dir mal eine Methode, die ich ganz praktisch finde, du legst deinen Faden mittig über die Nadel, hältst den drüber gelegten Faden fest und mit dem anderen Faden machst du eine Schlaufe und diese Schlaufe legst du über deine Nadel. Und das hält richtig gut. Die Methode habe ich aus einem Tutorial von Twi gelernt. Sehr empfehlenswert. Wenn du die Nadel rausziehst, geht sofort der Knoten auf. Du legst jetzt diesen Faden, den neuen, über deinen oberen Faden, der aus dem Stein kommt. Machst einen Swimmingpool, springst rein in diesen Pool und ziehst an und dabei hältst du diesen Leitfaden, diese Brüstung von dem Swimmingpool immer schön gerade. Nochmal das gleiche, zwei Knoten und du hast einen doppelten Halbschlag gemacht. Jetzt nehmen wir den Faden von unten und machen genau das gleiche. Erster Halbschlag, zweiter Halbschlag. Und jetzt machen wir genau das gleiche auf der anderen Seite, auch mit einem 30 cm Faden. So, du musst beim Anziehen dieser ersten Fäden sehr fest ziehen, dass die richtig dicht dran sind. Denn wenn die nicht ganz festgezogen sind und sich lockern könnten, kann dein Stein herausfallen. Jetzt nimmst du den von unten und ziehst den auch sehr fest an.
Jetzt haben wir ja die vier Fäden verknotet, aber wir müssen auf jeder Seite nochmal zwei anknoten und die fädeln wir jetzt mit der Nähnadel durch. Und zwar die 40 cm Fäden. Deine jetzigen Knoten gehen bis hier. Das heißt, du fädelst auf die nächsten beiden Stegfäden deinen neuen Faden drauf, mittig. Die Stegfäden gehen bis hier, das heißt, auf die nächsten beiden fädeln wir drauf. Das sind meine neuen, das ist der Leitfaden. So, wir fädeln zuerst den rechten drauf. Und ich halte den anderen hier so ein bisschen fest. Denn wenn ich hier den linken festziehe, dann zieht er ja das andere Ende mit raus und ich will die ja mittig haben. Also ich ziehe hier nicht zu fest. Und erst wenn ich das zweite Ende knote, ziehe ich fest und dann siehst du, dass der andere dran gezogen wird. Und auch hier noch nicht zu fest ziehen, weil der Charakter von einem durchgehenden Leitfaden ist, dass man ihn verschieben kann. Wenn du jetzt fest daran ziehst, dann ziehst du ihn heraus. Jetzt mit diesen letzten beiden machen wir die Schnecke mit 9 Halbschlägen. Also wir haben jetzt 2 nach unten gemacht. Ich tausche unten drunter durch. Sorry, ich komme immer wieder an das Stativ. Ich mache einen Bogen, gehe durch, ziehe fest. Ich tausche unten drunter durch und wechsle die Hand, mache wieder den Bogen, gehe in die Schlinge, tausche, wechsle die Hand, Schlinge und rein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Am Ende von deinem Würmchen muss dein Knotfaden nach außen zeigen. Du hast jetzt hier noch 3 Fäden auf deinem Würmchen, die von deinem Würmchen kommen und den Leitfaden vom Würmchen. Den nächsten legst du jetzt über dein Würmchen, rollst dein Würmchen ein, steckst eine Stecknadel rein, die brauchst du, dass du einen Widerstand hast, damit du dein Würmchen richtig fest herziehen kannst. Und jetzt nimmst du diesen Faden, machst einen Swimmingpool und knotest den auf den Wurmfaden. Und jetzt gehst du nochmal unten drunter durch, nach außen und machst nochmal eine Schlinge und einen doppelten Halbschlag. Diese beiden Fäden steckst du jetzt ins Loch von der Schnecke. So. Du darfst nicht zu fest dran ziehen, denn das soll eine schöne Schnecke werden. Du nimmst jetzt diese beiden Fäden, der Faden, der
aus der Schnecke kommt. Nicht die beiden, die ich durchgesteckt habe, die kommen weg. Kannst du gleich wegstecken, dass du die nicht aus Versehen verwendest. Dann gehst du mit deinem Schneckenfaden unter den nächsten und machst einen doppelten Halbschlag mit diesem Schneckenfaden. Eins, zwei und nochmal einen nach außen in die andere Richtung. Und jetzt hast du noch den Leitfaden. Der macht jetzt eine komische Kurve. Da ziehst du einfach nochmal dran, dann wird er wieder gerade. Der letzte Faden hier, der noch nicht verwendet wurde, der macht jetzt ein kleines Würmchen mit vier Knoten. Eins, zwei, unten drunter durch, drei, vier. Jetzt geht dieser Knotfaden von dem letzten Würmchen unter den Leitfaden vom letzten, vom vorletzten Würmchen. Und du machst wieder einen doppelten Halbschlag. Durch. Und nochmal. Jetzt hast du diese beiden Würmchen miteinander verbunden. Das gleiche machst du jetzt auf der anderen Seite. Also, deinen Faden mittig nehmen, nochmal nachschauen. Eins, zwei und beim zweiten Mal dann ziehen. Eins, zwei. Und das Würmchenknoten mit 9. Zuerst nach außen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Würmchen biegen. Knotfaden geht nach außen. Und den letzten oben drüber legen. Stecknadel stecken als Widerstand, Würmchen um die Stecknadel legen und einen Halbschlag machen. Eins, zwei, tauschen und noch einmal nach außen. Die Fädchen durch das Loch in der Schnecke stecken. So, die zwei gehen weg und mit dem wird weiter geknotet. So, jetzt hier wieder schön stramm ziehen, dass wir einen schönen Regenwurm haben, der keine Kurven macht. Oben drüber, der Faden, der aus der Schnecke kommt, geht unten durch. Tauschen, einen in die Gegenrichtung. Eins, zwei, drei, vier. Knotfaden geht unter den nächsten Faden. Eins, zwei.
So, diese beiden hier fädle ich auf eine Perle. Zwei gehen durch die Perle und dann hast du auf jeder Seite noch drei Fäden. Du steckst eine Nadel hier in die Ecke. Und dann biegt dieser Leitfaden, der aus diesem Würmchen kommt, ums Eck und du knotest diese beiden Fäden auf diesen Leitfaden drauf. Swimmingpool und durch. Eins, zwei. Eins, zwei. Wenn du eine Nadel steckst, hast du einen Widerstand und kannst besser ziehen. Dann wird die Ecke viel schöner. Jetzt steckst du wieder eine Nadel und machst deine zwei wieder drauf. Nadel ins Eck. Jetzt kannst du, wenn du willst, hier eine winzig kleine Perle drauf machen. Mache ich jetzt nicht. Eins, zwei, eins, zwei. Nadel umstecken. Jetzt geht dieser Faden, der aus der Perle kommt, über deinen Faden, der sich hin und her geschlängelt hat. Und du machst einen doppelten Halbschlag. Eins, zwei. Und nun das Gleiche auf der anderen Seite. Nadel in die Ecke. Eins, zwei, eins, zwei. Hier könntest du jetzt ein Perlchen auffädeln und dann weiter knoten. Und du suchst den Perlenfaden, legst ihn über deinen Schlängelfaden, knotest einmal, zweimal drauf. Und jetzt machst du mit dem du gerade geknotet hast, noch ein Würmchen mit 5 Halbschlägen. Unten drunter durchtauschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das gleiche auf der anderen Seite.
Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Jetzt verbinden wir das zu einer Schlaufe, indem wir die Leitfäden kreuzen und übereinander legen. Jetzt ziehst du an diesem Leitfaden und legst den anderen dazu. Und jetzt knoten wir nochmal nach innen über beide Leitfäden. Eins, nochmal nach außen, nochmal zwei, also einen doppelten Halbschlag. Eins, zwei, das gleiche auf der anderen Seite. Zuerst nach innen, das heißt, du musst zuerst mit deinem Knotfaden unten drunter durchtauschen. Eins und zwei nach außen. Eins, zwei. Jetzt suchst du diese Leitfäden. Das geht jetzt ziemlich einfach, weil die beide sehr kurz sind. Die kürzesten, die du hier hast, und du musst nicht lange suchen. Das ist nicht immer so. Du ziehst jetzt an diesem Leitfaden. Und am anderen, bis die Schlinge zu ist. Ich stecke die jetzt mal nach innen, weil die Schmorstellen sehen natürlich schöner aus, wenn die auf der Rückseite sind. So. Meine letzten Knotfäden ziehe ich auch noch mal schön nach unten. So, jetzt kannst du alle Fäden dieser Seite abschneiden. Ich zeige noch mal schnell, wie das hier in der Schnecke geht. Ansonsten muss ich ja das Abschmoren nicht so ausführlich zeigen. Also, du legst deine Schnecke schön hin. Beide Fäden abschneiden. Und schön zusammendrücken. Dann schmort der Faden so ein bisschen über die Schnecke und hält die schön am Platz. So, die erste Hälfte ist fertig. Wie macht man jetzt die zweite, wo man keine vier Fäden hat, die aus dem umknüpften Stein rauskommen. Das zeige ich dir jetzt gleich. Zählt man jetzt hier die Fäden ab, dass man die exakte Mitte hat? Nein, denn das würde gar nicht unbedingt eine exakte Mitte geben, weil manchmal der Abstand zwischen den einzelnen Fäden unterschiedlich ist. Also ich mache das immer so Pi mal Schnauze. Leg meine Nadel hier oben drüber. Und schätze ungefähr, wo die Mitte ist. Diesmal habe ich mich tatsächlich um einen Faden verschätzt und als ich meine Fäden drin hatte,
sah das schief aus. Dann habe ich alle nochmal rausgezogen und um einen Faden nach rechts versetzt. Dann war es gerade. Also besser, bevor du anfängst zu knoten, nochmal prüfen, ob die Mitte stimmt. Und zwar bei den mittleren ohne Abstand in der Mitte. Und bei den äußeren lasse ich einen Faden frei dazwischen. Und jetzt teilst du deine Fäden wieder in zwei Gruppen. Eins, zwei. Und machst genau das Gleiche wie auf der anderen Seite. So, wenn beide Seiten fertig sind, musst du noch ein Band rechts und links dran machen. Du brauchst zwei Fäden. Die steckst du hier durch die Schlinge und nimmst sie mittig. Um die alternierende Halbschlagskette schnell zu lernen, stellst du dir am besten vor, du melkst eine Kuh. Denn es ist genau diese Bewegung. Dann nimmst du diese Fäden, jeden extra, deine zwei Euter, und spannst den linken stramm, den rechten legst du drüber, ziehst ihn fest und zwar wirklich ganz oben an die Schlaufe. Und jetzt spannst du den rechten stramm und legst den linken drüber und machst eine Schlaufe und ziehst dran. Und jetzt spannst du wieder den linken. Wenn du das jetzt schnell machst, ziehst du immer abwechselnd hier eine Nadel stecken. Du darfst nicht zu lang hier oben an der Schlaufe ziehen, weil das ist ja die schwächste Stelle sozusagen. Ich glaube zwar nicht, dass das aufgehen würde, aber ich ziehe trotzdem lieber hier dran. Also, wir waren jetzt, haben hier gezogen, jetzt ziehen wir hier. Wie lang muss dieses Band sein? Mindestens dein halber Handgelenksumfang von der Mitte des Steins bis zum Ende von deinem Band. Also wenn du 16 cm hast, dann 8. Und zwar der halbe Handgelenksumfang auf der Seite, wo dein Knopf hinkommt. Und jetzt nehme ich alle zusammen und mach noch ein Füßchen dran mit einem Knotfaden von seitlich. Mache ich eine Schlinge so rum, eine andersrum. Also wieder das Gleiche, was ich die ganze Zeit hier oben gemacht habe. Solche Würmchen mache ich jetzt hier um alle. So, dann sitzt meine Schlaufe besser unter dem Knopf, wie wenn die hier dauernd sich einhakt. Jetzt machst du noch auf der anderen Seite genau das gleiche Band, aber 2 cm kürzer,
denn du musst noch Platz für deine Schlaufe mit einberechnen, die macht ja auch noch Länge. Und für diesen Schiebeknoten, wenn die Schlaufe verstellbar sein soll. Wir machen jetzt hier aber unseren Knopf. Du brauchst dazu noch zwei 30 cm Fäden und eine Perle. Die Perle fädelst du gleich am Anfang auf, und zwar auf zwei gegenüberliegende Fäden. Oh, das geht nur mit Wachs, weil der Faden so ausgefranst ist. So. Wir beginnen da, wo der Faden aus der Perle kommt. Du knotest deinen 30 cm Faden mit ungefähr 5 cm Abstand hin, mit einem vertikalen doppelten Halbschlag drüber und durch. Ich zeige es nochmal langsam. Der neue Faden wird unten drunter gelegt, festgehalten. Macht einen Swimmingpool nach oben diesmal, nicht nach unten wie sonst immer, und springt rein. Und noch ein Swimmingpool nach oben und reinspringen. Und jetzt erst loslassen. Wenn du das richtig gemacht hast, kannst du diesen neuen Faden verschieben. Jetzt machen wir mit jedem Faden, mit jedem langen Faden zwei Blütenblättchen. Also das sind die gleichen Blättchen wie die, die wir hier gemacht haben. Immer an der Ecke dann eine Nadel stecken. Und dann umwenden. Hier außen kannst du ruhig ein kleines bisschen Abstand lassen, dass deine Blättchen dann ganz rumreichen. So, jetzt wird's spannend. Jetzt kommt nämlich der Faden, der nicht durch die Perle geht, wird jetzt zu deinem anderen Leitfaden dazugelegt, zu dem von vorher. Und den von vorher, den kennzeichnen wir, damit wir nachher wissen, welchen man abschneiden darf. Also du umknüpfst jetzt beide Stecknadelstecken. Der bisherige Leitfaden geht ums Eck. Den anderen legst du dazu, der unter der Perle rauskommt, und umknotest jetzt beide. Eins, zwei und den nächsten genauso. Zuerst musst du diese Knoten noch ganz ranschieben an die Perle. Und zwar am neuen Leitfaden ziehen. Den neuen Leitfaden ranziehen und jetzt mit dem alten Leitfaden einen doppelten Halbschlag um den neuen machen.
dann rutscht die Reihe nicht mehr raus und der alte Leitfaden ist fixiert und kann abgeschnitten werden. Jetzt machst du weiter dein Blütenblatt. Eins, zwei, eins, zwei, Nadel stecken. Eins, zwei, eins, zwei, Nadel stecken. So, das war jetzt das zweite Blütenblatt mit dem neuen Leitfaden. Jetzt machen wir wieder das gleiche. Wir markieren wieder den alten Leitfaden. Stecken eine Nadel an die Ecke, legen den alten Leitfaden rum wie immer und der neue, der aus der Perle kommt, wird dazugelegt. Und wir umknoten wieder mit diesen beiden Fäden. Also ich muss hier mal feststecken, damit ich Übersicht behalte. Eins, zwei. Und ich ziehe wieder am neuen Leitfaden und schiebe meine Reihe hin. Der alte Leitfaden mit dem Knoten macht einen doppelten Halbschlag. So, dann rutscht er nicht mehr weg und nicht mehr raus. Jetzt kommt der letzte Leitfaden. Steck wieder meine Nadel, markiere den alten Leitfaden mit einem Knoten, leg ihn um die Ecke mit dem neuen dazu. Ich ziehe meine Reihe wieder ran. Jetzt sieht man nämlich, wie weit die weg ist. Die stecke ich mal kurz aus dem Weg. Jetzt drehe ich meinen Knopf auf die Rückseite. Kordel aus dem Weg. Das ist mein Leitfaden hier. Den obersten von rechts lege ich über den obersten von links und mache einen Halbschlag. Dann lege ich diesen Leitfaden rein. Dann brauche ich ihn nämlich nachher nicht vernähen. Also ich bin nämlich ein bisschen faul. Und mach den zweiten. Ich nehme den Faden von rechts, lege ihn über den Faden von links, mach einen Knoten, lege meinen Leitfaden rein und mach den zweiten Knoten. Jetzt kannst du alle deine Restfäden abschneiden und verschmoren. Jetzt machst du noch dein Band auf der anderen Seite, denk dran, 2 cm kürzer. Und jetzt kommt der Vierfachzopf. Dazu habe ich ein Tutorial gemacht mit dicken Schnüren, das habe ich dir hier verlinkt. Du kannst auch deine Fäden zwirnen.
Dazu habe ich auch ein Tutorial gemacht. Hier ist es. Wenn du Fragen, konstruktive Kritik oder Anregungen hast, schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich antworte dir. Viel Spaß beim Nachknüpfen und tschüss bis zum nächsten Projekt.